Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Max und herzlich willkommen zu diesem Video. Warum mache ich das? Finger weg von den Coinblöcken. Warum mache ich das? Du musst. Erklär. Heute gibt es keine Coinblöcke für dich. Zero. Jetzt sind halt eiskalt überall Coinblöcke. Ja. Und du darfst keine einsammeln. Ja Leute, das ist nämlich die Challenge von heute. Keine Coinblöcke. Das heißt im Kehrschluss, rushen, was das Zeug hält, dass ich ein paar Coins irgendwie kriegen kann und die anderen möglichst wenige. Nein, das ist echt nicht gut. Oh, 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 das ist oh, oh. Nicht gut. Ich bin nicht mehr auf Platz 1. Gerade eben Platz 1 verloren. Okay. Ich würde sagen, rush, was das Zeug hält. Ja. Und versuch als erstes zu finishen, denn sonst wird es sehr eng für dich. Ich weiß gar nicht, wie viele Coins das genau bringt. Weißt du es? Unterschiedlich. Ich glaube, das erste Mal 140, dann 120 und 100. Okay, dann kannst du aber immer noch 360 Coins machen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, zusätzlich zu den 100, die ich am Anfang habe. Also das heißt, du kannst am Ende maximal mit dieser Challenge 460 Coins haben. Ja gut, aber man muss halt auch sehen, die Karten, die wir spielen, sind nicht so die OP-Coin-Krieg-Karten, sage ich mal. Und weil die Coins hier sehr friedlich sind. Richtig. Deswegen kein Coin-Krieg. Kein OP-Coin-Krieg. Ja, okay. Nice, okay. Und, okay, ja, Runde Nummer 1 gefinisht. Sehr schön. 60 nice. Blöcke Vorsprung. Passt. Kommen die ersten Rusher-Beleidigungen schon? Rusher, ja, da ist es. Tut mir leid, mein Freund, das ist die Challenge von heute. Fängt man mit 100 Coins an? Mit 100 fängt man an, ja. Ja, dann hast du 200 bekommen hierfür. Nee. Doch, du hast 300 Coins jetzt. Echt? Ja. Dann bekommt man vielleicht doch 200 Coins für den ersten Finish? Das könnte das sein. Das wäre dope, dann geht unsere Rechnung nämlich nicht auf. Dann kannst du sogar deutlich mehr Coins machen. Ach, fuck, das ist immer so am Anfang. Immer bei diesen zentralen Karten, wo man nicht irgendwie auf... It's me Mario, Bunker und so weiter. Ja, so auf irgendwelche Ärmel oder sowas laufen kann, kommen diese fucking Dudes und nerven einen. Damn, son. Na gut, aber man kann es ihnen nicht übel nehmen. Nee, nee, das passt schon. Das ist immerhin der Sinn teilweise des Spiels. Just Gobblegas. Och, guck mal, das würde halt einfach, das würde halt einfach passen. Der, allein von dem Leben her, du müsstest so diesen Coinblock nehmen. Oh, wenn es nicht um die Coins ginge. Gott, wenn mich der jetzt im Flug mitgenommen hätte, ne? Das geht ja. Dass du jemanden im Vorbeifallen runternockst, das wäre jetzt der absolute Hass gewesen. Das wäre eigentlich auch mal eine witzige Sache, dass man die quasi Challenge des Todes runter rusht und dann die besten Spieler im Flug wegnockt. Sei Alter. Positiv. Sei positiv! Oh, Junge! Oh. Mein Chill. Ich habe keine Zeit zum Chillen. Ja, du musst finishen eigentlich. Stimmt. Okay, komm schon. Dann krieg ich einfach noch keinen Fall damit. Da ist auch noch ein Typ. Bitte jetzt was Positives. Resistenz, es bringt mir nichts. Nein, einer ruf alle. Der Essen wird nicht aufgenommen, Okay. Oh, was bringt mir denn Resistenz? Der Typ ist da direkt unter mir und er wird jetzt finishen. Nein, gib vor Gas. Vor meinen Augen, obwohl finishen alles ist, was ich habe. Gib Gas, du kannst es schaffen. Boah, was soll ich denn machen? Da runterlaufen. Ja, hier. Oh, jetzt was Gutes. Oh, Absorption. Perfekt. Gib Gas. Absorption, krieg ich den. Du bist gleich auf. Gib Gas. Das kannst du schaffen. Krieg ich den Finish. Komm schon. Schaffst du. Bam, noch ein Finish. Jawohl. 445. Ich bin unteres Mittelfeld durch dieses abgefuckte Finishen. Und es ist so schwierig. Was soll das, schreiben die Leute. Tut mir echt leid, dass ich euch ein paar das Spielerlebnis beeinflusse, sage ich mal. So viele gibt es gar nicht, die viel mehr Coins haben als du. Doch. Du kannst am Anfang mal, geht ein paar. Aber man kann es schaffen. Ich würde am Anfang halt nach den Effektblöcken Ausschau halten. Ja, klar. Und natürlich erstmal safe spielen. Es ist halt auch nicht immer gesagt, dass was Gutes dabei rauskommt. Eklig, Alter. Oh, Leute. Das ist eklig. Oh, Leute. Aber ich werde jetzt einfach probieren, kann man es schaffen, kann man es nicht schaffen. Ich bin echt blöd gestorben bisher immer, ne? Naja. Also, jetzt. Gut, man kann, glaube ich, nicht safe gut sterben. Alter, safe. Spiel vorsichtig. Oh, immer nach oben schauen, bevor du irgendwo springst, was sein könnte. Es ist halt irgendwie so eine Art Selbstverstümmelung, wenn man Get Down Mark und dieses Video schaut. Mm. So einfach die ganzen schönen Sachen nicht mitzunehmen. Absolute Hölle. Aber du kannst finishen, das ist auch eine schöne Sache. Soll ich dir mitnehmen? Was meinst du jetzt? Ja, auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Ich kann finishen. Ja. Dude, sorry. Oh! Ja, schlag ihn tot. Nein, was machst du denn? Ich wollte ihn nicht totschlagen, ich wollte ihn in Ruhe lassen. Nein. Ich dachte, wir lassen uns vielleicht in Ruhe. Nein. Leute, ich bin jetzt bei 4... Und er hat nicht gefinished. 400 Coins. Okay. Jetzt überlege ich mal. Die meisten Leute werden wahrscheinlich auf Attacke gehen. Behaupte ich jetzt mal. Das heißt, ich kaufe mir die bestmögliche Rüstung. Hm. Und
setze dann einfach darauf, dass ich mir die guten Sachen im Nachhinein irgendwie holen kann. Die Probability für Sharpness ist, also die Wahrscheinlichkeit für Sharpness auf dem Holzschwert ist nicht allzu hoch. Ja. Ich glaube irgendwie 50-60% oder so auf Level 1. Ja, wenn ich überhaupt mal ein Level 1 Enchantment bekomme. Also. Bitte, ich brauche Glück. Ich brauche Glück. Knockback. Es können ja auch immer noch zwei sein, klar, aber... Verändert sich das Seed? Nee, du musst... Doch, das verändert ja? sich. Also, okay. Nein. Konzentrier dich. Gott. Leute, es ist eine harte Challenge. Kommt schon. Sharpness. Da ist es. Perfekt. Jawohl, okay, sehr gut. Immerhin etwas. Das Glück ist dir hold. In dieser verdammten Runde. Das Glück ist dir hold. Also wirklich, es ist echt, echt tough. Aber okay. für 400 Coins, das ist ja echt gut was bekommen, muss man sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass du für 400 Coins fast eine volle Dia-Rüstung bekommst und ein Schwert. Okay, perfekt. Okay, den OP-Bogen. Oh. Das ist natürlich eklig, weil ist der da oben auch gespawnt. Lauf innen rum. Hast recht. Innen rum, ja. Alter, okay. Gott. Block. So, sehr schön. Jetzt komme ich von innen. Ja, nice. Er wartet auf mich. Das ist, glaube ich, sein Tod. Hol ihn dir. Du hast 4 Herzen, Alter. Boah. Der Bogen ist eklig. So viel zu, das ist, glaube ich, sein Tod. Der Bogen ist richtig eklig, Mann. Du musst aufpassen. Okay, oh, Junge. Sneak hoch. Einfach sneak hoch. Hoch sneaken im Laufen. Nee, er geht runter. Er ist links runtergelaufen. Das ist er gar nicht. Okay, dann sneak hoch. Er wird auch oben sneaken. Leute, das wird zwar nicht aufgenommen, aber mein Kollege aufgenommen? Von Max, der wird nicht aufgenommen. Mein bester Freund ruft die ganze Zeit in Skype an. Oh Mann, das hat die Schnauze. Hä? Ja, ich sag dir, der ist runtergegangen. Da hinten ist einer, den könnte ich mir kannst, den kann ich mir schnappen. Theoretisch holen. Dann habe ich zumindest schon mal einen Helm. Das wäre schon mal ein Upgrade. Vielleicht noch ein besseres Schwert. Ja. Get down. Okay, du hast ihn. Get down. Vielleicht hat er Sharpness drauf. Ja. Hey, step it up. Leute, step Schritt by step, Junge. Langsam ernährt sich, oder wie geht dieser dumme Spruch? Leute. Der OP-Typ, der hat eine Angel. Er hat eine Angel. Aber hinter ihm war einer. Lauf. Es gibt noch 3 Spieler. Also nur noch euch 3. Gott. Nur noch euch 3. Ich will mich in der Nähe halten. Und er hat wahrscheinlich. Der hat den OP-Bogen bekommen. Oder der andere hat auch einen OP-Bogen, glaube ich. Könnt ihr mal aufhören, so OP Junge, zu sein? Junge, komm. Ich muss jetzt auch noch dazu die Assassin-Challenge machen. Aber der eine Bogen scheint zumindest kein OP-Bogen zu sein, weil ich kriege hier die ganze Zeit die Pfeile. Also kein, ja, nicht in die Infinity. Hm. Das zumindest mal nicht. Aber wahrscheinlich trotzdem noch Fire-Aspekte. Okay. Links drum. Mhm. Ja, kommt man nicht raus, ne? Da kommt man raus. Überraschungseffekt vielleicht einfach. Jawohl. Die ersten Hits sind dir. Oh, er peilt gar nicht. Ich glaube, er laggt. Oh, es tut mir wirklich leid. Nein, du musst es machen. Aber ich muss es. Der Junge, sehr so lucky, Alter. Und der Challenge will machen. Junge, so lucky. Wichtig. Infinity. Du hast einen Infinity-Bau und du hast eine... Das ist halt sau dangerous, was ich gerade mache. Ja, ich würde die Rüstung nicht einfach so eiskalt ausziehen. Fair? Nee, das schon passt, okay. Passt so. Der war halt der Platz 1. Alter Schwede. Boah, Leute, Junge, ist unvorstellbar. Das war echt ein Wink des Schicksals. Ich bin mega low. Ja, das war ein Wink des Schicksals, dass der Typ genau in diesem Moment AFK ist, von seiner Mutter aus dem Essen gerufen wird. Okay, das Alter, okay, das war nicht ausgestattet. Lol. Ja gut, er will jetzt fair unbedingt spielen. Nee, sag einfach go. Sorry, go. Tut mir leid. Wie mega low? Kein Food oder wie? Aber bitte fair. Hä? Frag mal, hast du kein Food oder wie? Mann, mich nerven diese ganzen Typen. Diese, komm, wir spielen fair. No Bopels. Nein. Das Spiel ist so. Ja. Sorry. Ohne Witz. Go. So. Ja. Und jetzt Full Bow. Use Leute, it, Alter, use it. Ja, er will auch noch Pfeile, come on. Ich finde es einfach, es ist keine Verpflichtung. Man kann das machen, aber nach der erfolgreichen Challenge, scheinbar erfolgreichen Challenge. Alles stand gegen dich, Alter, okay. Nice. Lol, oder ist GG. Down instant. Tut mir leid an dich, Kubi, GG. Und abschließend kann man sagen, so gewinnt man ohne Coinblöcke. So gewinnt man ohne Coinblöcke. Eine Prise Glück. Und abfacken und viel abfacken. Ja, Leute, das war's vom heutigen Video. Ja. Bis dahin.